herzlich willkommen zu unserem nächsten Kindermann-Quick-Tipp. Heute zeige ich euch, was ein OPS-PC ist. Ein OPS-PC ist ein Windows-basiertes System, welches wir in ein Display einbauen können. Vorteil ist, dass der PC immer automatisch mit dem Display startet und mit dem Display ausgeht. Außerdem haben wir hier keine Kabel, die wir zwischen PC und Display verbinden müssen. Aber schauen wir uns mal den OPS-PC von vorne an. Wir haben hier zum Beispiel die Möglichkeit, WLAN-Antennen direkt anzubringen. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, über einen HDMI-Ausgang einen erweiterten Bildschirm anzuschließen. Die Rückseite unseres OPS-PCs hat die Intel-Standard-Schnittstelle für OPS-PCs. Das heißt, hier haben wir einen Standard, sodass wir den PC in jedes unserer Displays mit einem OPS-Anschluss einbauen können. Wichtig für euch ist hierbei, dass auch das Gehäuse dem gängigen OPS-Standard entspricht. Hier gibt es einige OPS-PCs oder Display-Hersteller, die ein eigenes Format haben und somit nur ihre eigenen PCs einbauen können. Bei allen Touch-Displays, die ihr bei uns kaufen könnt, habt ihr das nicht. Hier könnt ihr immer den Intel-OPS-Standard verwenden. Wichtig ist hierbei auch, dass wir nochmal ein externes Netzteil anschließen können. So kann eure IT-Abteilung den PC vorab an einem Tisch im Büro konfigurieren, ohne diesen extra in ein Touch-Display einbauen zu müssen. Wir zeigen euch jetzt mal noch, wie ein OPS eingebaut in einem Display aussieht. Wie ihr seht, passt der PC perfekt in das Gehäuse des Displays, wird mit zwei Schrauben befestigt und bildet somit mit dem Touch-Display eine Einheit. Dadurch, dass die Schnittstelle direkt im PC verbaut ist und wir keine Kabel zwischen Display und PC haben, ist das Touch-Gefühl hier nochmal wesentlich besser, weil wir kaum eine Latenz haben. Das war unser Quick-Tipp für heute. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.